Noch mit Eimer. Eimer. So, Eimer, Machine Frame, Pneumatik Servo, Tin, Tin, Glas, Glas. Aqueous Accumulator. Sehr schön. Jetzt machen wir noch einen Eimer. Schnappt mir Wasser. Macht eine Quelle für die Witch Water Geschichte da. In der Zwischenzeit haben wir hoffentlich genug Zeug für den Rechtsklicker. Wie heißen die Dinger noch gleich? Autonomous Activator, dafür gebaut. Und ich laufe in die vollkommen falsche Richtung. Du geh dahin zurück. Das war im Keller, das Ding. Hier. So, Wasser. Sollten wir eigentlich hier mit hinstellen, oder? Weiß nicht. Erstmal stelle ich das Ding einfach so hin und guck, ob das vielleicht genug produziert. Hast du einen Ausgang? Du hast überall Ausgänge. Okay, das heißt, du füllst dich langsam mit Wasser. Wow, ist das langsam. Kaschan, ein Tropfen Wasser. Ja, nee, wir brauchen mindestens einen Source Block. Ja. Ja, komm, nimm den Deko-Block hier, was soll's. Ein Source-Block Wasser, Spül. Ich hoffe, ich habe nichts kaputt gemacht. Nee, alles gut. So, jetzt hat er einen Source-Block Wasser bekommen und müsste dementsprechend wesentlich schneller. Das ist nicht wesentlich schneller. Ja, nee, so geht das nicht. Du, wo ist mein Crest Hammer? Da. Bau das Ding ab, nimm das mit. Nimm das Wasser mit. Und wir machen jetzt... Wo ist die Mitte? Hier ist die Mitte. So. 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 Wir haben nicht genug Deko-Blöcke. Dass ich sowas jemals sagen werde. Das sind noch die falschen, ne? Eine hier. Large Blackstone Bricks. Was? Oh. Kam der denn jetzt her? Sehr gefährlich, sehr gefährlich. Ja, das sind dieselben. Gut. So, 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 so. Wasser. Durch die Kabellage springen, was irre cool ist. So. Ich mag solche Maschinen. Du dahin, du dahin. Daraus nehmen, dahin packen, daraus nehmen, dahin packen. Und jetzt den Aqueous Accumulator in die Mitte packen. Der müsste dann richtig abgehen. 800, 1600, 2400, ja, sehr gut. Okay. Hier, Flüssigkeit, Flüssigkeit. Da sollst du rein. Nicht da. So, fühlst du dich jetzt etwas schneller? Ja, instant voll. Sehr gut. Also, wirst abgezogen. Das machen wir temporär über Barrels, würde ich sagen. Ja, hier mal einen Block, damit ich hochspringen kann. So, du wirst befüllt von oben. Mit einem Barrel hier. Ich brauche neue Item-Ducks. Also, wir brauchen einen Barrel, der hier oben hinkommt. Da schmeißen wir einfach nur Sand rein. Und dann haben wir unten, am besten in derselben Richtung, ein Barrel, wo Soul Sand rauskommt. Ja, sehr schön. Also wir hätten gerne... Wo ist Sand? Da ist Sand. Wir hätten gerne Sand. Wir hätten gerne hoch. Zwei Tin. Oh, es waren zwei Stacks Tin. Gut. F7. F7. Ah, okay. Das könnte erklären, warum hier Zeug ist. Weg mit dir. Weg mit dir. F7 aus. Was für ein Heckmeck. Da. Ich hätte jetzt gerne ein paar Item Ducts, damit wir nicht alle 5 Minuten neue machen müssen. So.
du da rein, Kupfer wegschmelzen, achso, und Barrels, Holz, wir haben nicht so viel Holz, ein paar davon, achso, und noch Kisten, ja, komm mal raus, so, wir hätten gerne Kisten. Wir hätten gerne die da, wir hätten gerne da, da. So. Raus, raus. Du zurück, du zurück. Kisten hat natürlich auch vorrätig. Das kann auch als vorrätig zurück. Und wir brauchen nur zwei Barrels, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja. Nom, 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 nom. Ja, überall Sachen, die man rechts klicken kann. Und Autonomous Activator braucht man dafür gar nicht. Fällt mir übrigens gerade auf. Habe ich vorhin einfach so angenommen, aber ist ja gar nicht so. Also so. So, was wir brauchen ist noch einen Schalter. Was wieder ein bisschen doof ist, aber na gut. Und stylischerweise kommt das alles aus Sand. Und kriegt jetzt hier einen Schalter, der hoffentlich alle beide aktiviert. Nö, den da nicht, den aktivieren wir so. Also du entziehst oben drauf Sand. Oh, das da muss ein Mycelium-Block sein. Stopp, du musst weg. Momentan würden wir einfach nur Pampe herstellen. Wir würden Sand in Wasser schmeißen. Und das Ganze dann nicht abpumpen können, weil Sand digitiert nicht mit Wasser. Das digitiert mit Wasser. Also brauchen wir jetzt Mycelium. Dafür brauchen wir Grassamen, Ancient Spores und ein Dirt. Haben wir einen Dirt irgendwo rumliegen? Nö. Warum auch? Ja, praktisch und so. Cactus Seed, Ancient Spore, eine. Yay. Melon Seeds, Grass Seeds. So, ich hoffe mal, das klappt jetzt so, wie es klappen soll. Ansonsten müssen wir unten bei unserer Schüttelanlage auch noch Sand mit rein tun, damit wir durchgehend Ancient Spores bekommen, was, ja. Und hey, 28 Dirt. Hammer. Das ging schnell. Goodie, goodie, goodie. Brauche aber nur einen. Du, da und weg. Achso, und die drei Köpfe sollte ich in Sicherheit bringen. Nicht, dass ich jetzt irgendwie sterbe und dann sind die Köpfe weg. Das wäre schade. So, kann ich da durch? Nein, das ist ärgerlich. Okay, dann halt... Ich kann mal auch schräg setzen. Okay. Genau, ein Dirt. Daran. Ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, das klappt. Daran. Gras. Das geht nicht. Jetzt sagt mir nicht, dass das nur ein Grasblock sein sollte. Nur ein Dirtblock. Habe ich schon wieder ein... Ja, habe ich schon wieder ein Grassamen verballert. Aber na gut, wir haben jetzt ja... Oh, hallo Pilz. Wir haben jetzt ja genug Dirt, hoffentlich. Demnächst. So, das heißt, hier kommt jetzt der Schalter ran. Da wird rausgepumpt. Der Vorgang ist aber nur sehr, sehr langsam. Das ist ein Problem. Das heißt, wir müssen das eigentlich noch erweitern. Aber das müsste ja kein Problem sein. Wir machen den Schalter mal. Auf die Seite. Bist du immer noch abgesaugt? Ja. Dann können wir hier noch einen Barrel hinbappen. Und ich weiß, die Konstruktion sieht gerade schon komisch aus, aber ja. So, du wirst dann auch zu Witchwater. Du wirst ebenfalls befüllt. Und du wirst ebenfalls abgepumpt. Läuft alles über dieselben Schalter. Ist alles super. Und eigentlich noch nach da und nach da und überhaupt, aber pff. Ja doch, warte mal. Du kommst weg. Du fällst runter.
Du kriegst noch ein Barrel. Du kriegst noch da, 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 da. Du wirst von unten abgesogen und du lieferst das Ganze daneben hin. Und du gehst weg. So, ein Schalter noch. Da. Ist an, ist an. Ist an, ist alles gut. Ach, Mist. Du willst, ja. Er kann gerade nicht befüllt werden. Komm her. Das heißt, nein, nein, nicht die befüllen. Das wäre kontraproduktiv. Die Konstruktion wächst und wird immer größer. So, du, da. Dann muss da noch ein Redstone-Signal ran. Warum leuchtet der schon? Wo bekommst du dein Redstone-Signal her? Achso, von dem Schalter da unten. Ja, okay, okay. Das heißt, ich tue jetzt oben Sand rein. Dann ist da gerade Soul Sand entstanden. Es wird rausgepumpt und müsste hier gleich auftauchen. Also sobald man Sand auf Witchwater packt, tada! Soul Sand! Locken, rausholen. Sehr schön, jetzt kriegen wir unsere ersten Nitro-Produkte. Rödel, 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 rödel. Obwohl, warte, zu spät. Nitro-Quarz. Dreimal Nitro-Quarz. Sehr gut, davon brauchen wir sehr, sehr viel. So, und das Ding müsste jetzt eine ganze Weile arbeiten. Hat jetzt schon Verstopfung. Das ist ein Problem. Die Item-Darks finde ich nicht wirklich gut. Das ist keine gute Lösung. Die verstopfen sich durchgehend, weil sie einfach mehr nehmen, als sie können, also als sie ausliefern können. Und das verursacht Lag. Und zwar nicht zu schlecht. Also ja, das hätten sie ein bisschen anders programmieren können. Vor allem, es ist ja schon eine Weile im Umlauf, das Ding. Mecker, 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 mecker. Aber gut, das produziert gar nicht mal so langsam das Zeug. Das heißt, wenn wir es jetzt 2-3 Folgen laufen lassen, schmeißen wir das in einen von den Dingern hier. Der rötelt das dann für uns durch. Da haben wir genug Quarz, um mit dem ME-System anzufangen. Sehr, sehr schön. Nächstes Projekt. Baumfarm. Ja, Baumfarm klingt echt gut. Wir essen jetzt ein bisschen was. Schmeißen das ganze Werkzeug weg, was wir nicht brauchen. Und dann gucken wir uns den Harvester an. Dafür brauchen wir wahrscheinlich mehr Plastik. Ich weiß nicht, ob wir nur genug Plastik haben. Rubber Tree Seed da. Rubber, Rubber, Rubber. Cinnamon. Wir hatten noch Rubber Seeds. Also ja, wir haben gerade einen in der Hand, ich weiß. Ich meine, richtige Setzlinge, nicht die Seeds. Komisch. Blob dich mal hier so hin. Deko-Blöcke. Wo sind meine Rubber-Setzlinge hin? Nein, ich hätte bestimmt einmal irgendwo gesehen. Ah, da, 23 Stück. Ja, das sollte reichen. Ich hoffe, dass es bei denen ähnlich geht, dass man einfach eine ganze Reihe davon anbauen kann.